Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass auch der Kölner Dom heute Abend an diesem so heißen Tag, der so langsam zu Ende geht, wieder so gut gefüllt ist zur Orgelfeierstunde. 12 Orgelfeierstunden laden Sie alle ein, hier in den Kölner Dom zu kommen, immer am Dienstagabend. Die 5. Orgelfeierstunde, die wird jetzt in wenigen Minuten beginnen. Ich freue mich, dass unser Domorganist Professor Winfried Böhnig uns heute Abend sein Können zu Gehör bringen wird. Und dass er dies nicht nur einmal tut in dieser Orgelreihe, Orgelfeierstunden, das wird alle die erfreuen, die sein Orgelspiel besonders gerne hier im Kölner Dom hören. Ich darf Sie als Dompropst des Kölner Domes im Namen des Domkapitels und im Namen der Dommusik ganz herzlich begrüßen und hoffe, dass wir gemeinsam hier eine gute musikalische Zeit heute Abend miteinander verbringen werden. Das Konzert heute Abend, wie Sie dem Programm entnehmen können, ist gewidmet dem Andenken von Clemens Ganz. Professor Clemens Ganz ist am 19. März diesen Jahres verstorben. Er war von 1985 bis 2001 Organist hier am Hohen Dom zu Köln. Und manche werden sich noch an ihn und seine prägende Zeit hier, die ja nun auch nicht ganz kurz war, vielleicht sogar noch erinnern. Wir wollen an ihn und an sein Wirken erinnern, wollen Dankeschön sagen für seine Lebenszeit und sein Können, die er hier am Kölner Dom verbracht hat, wollen auch seiner Familie gedenken und all derer, die mit ihm zusammen hier am Kölner Dom für gute Musik gesorgt haben. Dass wir als Christen unserer Verstorbenen gedenken, verbinden wir immer mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen bei Gott, dass wir damit auch zum Ausdruck bringen, dass die Verstorbenen nicht aus irgendwelchen Listen alleine gestrichen werden, ihre Namen vielleicht irgendwann in Vergessenheit geraten, selbst wenn das in menschlichem Ermessen irgendwann sogar sein kann, dass unsere Namen keine Erinnerung mehr haben bei irgendjemandem hier auf der Erde. Gott vergisst keinen und das ist unsere feste Überzeugung. Und wenn Gott uns dann mit unserem Namen irgendwann einmal rufen wird, nach unserem Ende der Lebenszeit hier auf der Erde, so hoffen wir, dass wir dann mit all denen wieder zusammen sein dürfen, die uns vorausgegangen sind, die den Glauben mit uns geteilt haben an das ewige Leben und an die Auferstehung der Toten. Verbringen wir eine gute Zeit des Hörens auf die Orgel am Kölner Dom mit Professor Winfried Böhnig.